Ja, Leute, willkommen zurück. Bam. Ich guck nur schnell durch, ob da irgendwie eine Sniper oder so drin liegt. Ups. Leute, willkommen zurück. Bam. Bam. Bam, 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 bam. So, der hat, jetzt. Der Typ hat gerade antwortet, Sniper-Duell. Warte. Der Mitchell schreibt jetzt. Mitchell schreibt jetzt, ich nehme gerade auf und dann steht, Abwehr LP bekommt Global Ban. Jupp, du hast gewonnen. Soshi, where are you? I'm in the Red Seagull House. In the Red Seagull House. Oh, ich habe was gefunden. Ich könnte jetzt mal schreiben, aber warum habt ihr einfach den Soji erschossen? Toni, kriege ich Ärger, wenn ich den Noob-Tube liegen lasse und gegen eine M4A1 CCO eintausche. Ach du Schande. Jetzt habe ich Angst. Ja, irgendwie, naja, was soll's. Du darfst es machen und dann nochmal zurück zu dieser verfickten Stadt kommst, weil ich finde... Was? Video auf hoch? Was? Video... Hä? Video auf... Ich versteh's nicht. Ich versteh's gerade nicht, was er will. Ach du Schande. Er filmt mich in der Dusche. Ja, das ist das, aber ich war auch da. Achso, ich war auch da. Ja, Macht er Mitchell gerade Selbstgespräche? Ja, na, hallo LP, was denkst du denn? Weißt du, Mitchell, weißt du, da sind wir gerade schön auf dem neuen Server und du bringst die Leute schon wieder dazu, ja, klar, dass du das hast. Das kannst du nicht machen. Das ist echt. Handy, wärst du so fern, würdest du mir Maddie am Erkman. Und ich hätte noch einen Vorschlag. Ja, wär echt fair. Okay. Alter, ich lass mich gleich killen. Warum? Ja, weil ich den Soshi nicht finde. Mann, ich. Oh, bleibe ruhig, ich komme jetzt. Ich wollte doch nur. Da, wo ich geschlagen wurde. Ich wollte doch nur schnell gucken, ob hier alles geht. Hast du den Schuss gehört? Nö. Finde ich gut. Hörst du den hier? Ja. Dann komm zu ihm. Wieso? Ja. Und was heißt hier, die antworten nur mir, die haben doch euch bestimmt auch geantwortet, oder? Ich habe nie mit ihnen geschrieben. Ja, aber Toni hat's ja gesagt gehabt. So, Mitchell, jetzt musst du noch Werbung machen, sonst ist das Ganze nicht komplett. Ich wusste, dass es noch fehlt, so, als ich das hier reinschreibe. Ach ja, wir heißen so ganz zufällig Gamer for Play. Nee, das mache ich aber nicht. Da könnt ihr sehen, wie wir euch killen und hauen auf den Airfield. Mitchell, das machst du gerade nur nicht, weil du aufnimmst. Hätten jetzt nicht aufgenommen, hättest du es gemacht. Nein, eigentlich nicht. Wenn sie jetzt fragen würden halt, dann würde ich eine Antwort geben, aber vorher, nur warum sollte ich? Ich meine, wenn die sich für LPs interessieren, dann werden die schon fragen. Ich meine, ist ja so. Das ist jetzt rausrechnen, Leute, ne? Verdammt, so. Alter, der Toni durchschaut mich immer wieder. Der Mitchell will nur Admin Rechte auf den Scheiß-Server haben. Nee, also ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Nachher verpeil ich da irgendeinen Scheiß und irgendwas falsch, dann werde ich gebannt. Kein Bock drauf. Ja, hoffentlich. Okay, Toni, ich bin da. Oh, ich komme. Ich bin am Airfield. Ich bin so ein Badass-Typ. Warum eigentlich hättest du jetzt die 1602. Achso, Leute, ich hab übrigens die M14M aus dem Lager gehört. Das ja, Lager war, das Lager war, war noch da, da, fand ich voll geil. Ich glaube, ich habe dich gesehen. Das hat Lager noch da war. Ich muss gerade immer noch mal so halb vor Zombies wegrennen. Ich glaube, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Du bist der Typ mit sorry, den ganzen man, Zombies unter. Sorry, trying to save you. Ja. Toni, wo bleibst denn du? Ja, ich komme an. Ich mach gerade Zombie Hoarding. Komm mit. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. So. Na dann versuchen wir unser Glück mit der Aim. Das epischste, was mir passiert ist, ich stand da ohne Waffe und ein Typ dachte, ich bin ein Zombie. Ah, lol. Einfach an mir vorbeigerannt, weil ich den Zombie-Skin im Gesicht habe. Das epischste, was mir passiert ist, ich habe den Mitchell erwischt bei einer schmutzigen Sache. Oh, bist du witzig, Toni, ey, meine Fresse. Der Toni deckt auf. Naja. Akte Toni 12. Nein, der deckt Kai Toni. Detektiv Toni. Na klar, du darfst den Begriff. Nein, warte, ich bin Carsten Stahl. Ich mach Privatdetektiv im Einsatz. Kann man nicht heute irgendwie so eine Folge oder so? Keine Ahnung. Ich hab's nicht. Du darfst den Begriff Detektiv bestimmt nicht verwenden, weil er bestimmt patentiert ist. Ja, Mitchell, ich bin auch patentiert. Ja, total. Und dann heißt es halt FBI Toni. Beschießt den gerade einen Heli. Soji, ist bestimmt der Heli, den du gesehen hast. Ja, der schießt gerade drauf. Ernsthaft? Warte, ich schieße auch nochmal drauf. Du hast verarscht, Alter. Verarscht mich immer so. Der schoss gerade ab, boom. Die Druckwelle war so stark, ich flieg gerade durch ganze Zelle durch.
Alter, guck mal. Guck dir das mal an, der hat eine Barrett. Sag schnell, was für ein Heli. Ah, jetzt hab ich eine AS-50 noch gefunden. Ah, cool. Ich krieg das AMG. Naja. Ah, ja, okay, verarsch mich mal schnell weiter. Ich hab ne PP19. Ah, geil, die beste Waffe. Bitte sollten wir dir keine AMG mitbringen. Okay. Nö, Alter, rat mal, was ich gerade gefunden habe. Pickup. Alter, das glaubst du mir niemals. Wow. Ne, Alter, ich hab ne Makarov gefunden. Alter, ist ja auch so episch. Naja, vor allem vorhin, ich und Mitchell haben Kopfgeldjägerangebot angenommen, ne? Wir müssen so einen Typen namens Metal, keine Ahnung was, killen und dann kriegen wir eine Makarov mit 20 Magazin. Ja. The Metress. Oh. Oh. Wenn ich jetzt gesniped werde, dann raste ich aus. Dann lache ich. Alter, ja, Alter, da oben ist jemand im Turm, da sind alle Rouladen zu. Weißt du, was man probieren muss? Döner, also wenn du dir Döner holst, muss man sagen, nee, wird's keine Soße, muss man Ketchup drauf machen. Weißt du, wie episch das schmeckt? Was denn? Ich habe das gemacht, war meine Oma bei mir und die hatte Döner mitgebracht und die hat vergessen, bei mir Soße drauf zu machen. Da habe ich einfach Ketchup drauf gehauen. Ich möchte nochmal nebenbei bemerken, wenn ihr beim Asiaten einkauft, ey, das ist manchmal so nervig, was bei dem zu bestellen, ja. Also da geht's dann immer, weil er Russer kaufen, kauf es dich. Nee, vor allem das Schlimme ist ja, ich hab nichts gegen Chinesen oder so, ja. Aber ich sag zum Beispiel, du sollst ja immer halt diese Nummer sagen, ne? Ich sag so 76, ja, so. Ja, ja, 67, ne? Ja, weißt du? Und das ging so die ganze Zeit, Alter. Ja, mein Trink also, blinkt. Ja, warte. Ja, also ich hätte gern die Nummer 47 und die Nummer 6. Mit Chicken McNuggets und einem Big Tasty Bacon für 3,50 bitte. Ja, okay, du bekommst einen Salat. Genau, du bekommst einen Eheck. Jetzt links oder was? Geradeaus, wir sind eh schon völlig falsch, also warum sollten wir nicht gleich richtig falsch laufen? Okay, dann lauf ich jetzt hier im Busch rein, komm mit. Ja, Toni, ich muss das trinken. Ja, deswegen ja im Busch. Wenn wir hier durchgehen, haben wir es abgehangen. Ja, der Busch ist nämlich sehr dicht. Lauf einfach geradeaus, ja. Das fehl ich dich dann nach nie wieder. Okay. Da ist das ein dichter Wald. Findet mich nicht. Ich komme jetzt an meinen Pilze. Hab einen. Er ist weg. Wir haben gerade Zombies abgehangen. Ey, hier ist ein Truck gespawnt. Ein Traktor meine ich. ist das vielleicht der von vorhin? Nee, der steht da richtig gespawnt. Also das, als ob der gespawnt wäre, steht er da. Ich und das, auch ein paar und das schwarze Auto gespawnt, steht immer noch da von vorhin, ne? Schwarze Auto, das war weiß. Oder, nee, es ist bei mir blau oder war schwarz oder so, keine Ahnung. Blau oder schwarz ist ja. Bin farbenblind. Ey Leute, ich sehe das Licht am Alter. Alter, da steht eine fette Kuh. Das ist ein Einhorn. Bei mir. Arme Einhorn. Bei mir leuchtet es, Alter. Bei mir leuchtet das wie ein Engel. Bei mir aber auch. Warte, lass mich das töten, bitte. Oh, der Taktor. Nein. Fuck. Du darfst den Engel nicht töten. Ich werde ihn nicht töten. Ich möchte ihn einmal anwählen. Ich glaube, der hat einen Platten. Ich glaube, der hat alle vier platt. Habe ich ihn doch platt gemacht? Ist es doch der Traktor, den ich platt gemacht habe? Mitchell? Oh, Engel. Nicht töten, ich will ihn noch anbeten. Oh, Zombie. Ja, was schlägst du die Kuh, Alter? Ey. ich würde sagen, Engel ist tot, ne? Voll ist geil, Toni muss auf den Zombie schießen, da schießt die Kuh. Nein, ich hab ja auf die Kuh gezielt. Oh nee, Mann, das soll ja jetzt witzig sein. Alter, fragt ihr mal bitte, wer im Airfield ist. Toni, ich würde sagen, wir laufen wieder zurück, weil sonst finden wir uns nie wieder. Nein, egal, komm einfach runter. Schlute, geil. Ah, oh, warte. Weil du mich aufgehalten hast. Ja, Toni, weil wir finden echt dann nie wieder. Scheiße, das war keine Absicht. Fuck. Ich will, wenn man eine Tür zu machen, dann schieße ich. Bandage mich. Ich fahr jetzt einfach mit. Hä? Wo läufst du hin? Gerade irgendwie noch die Zombies abhängen, damit ich schnell nochmal meine Munition aufpumpen kann. Ja, das bringt uns eh nichts mehr, weil wir haben uns verloren. Nein, ich sehe dich ja noch da vorne, du rennst gerade weg vor mir. Dann kill du mal kurz die Zombies. Es geht darum, dass wir hier rauskommen. Ja, wir machen es wie beim Farming Simulator 2013. Einfach Escape drücken, die Tabs wechseln und dann dieses komische Häkchen unten machen, aufs Fahrzeug klicken, also das werden wir dann spawnen wir wieder in Zelle.
Ich will aber nicht respawnen. Du wartest ja nicht mal, um die Zombies zu killen. Ja, ich will aus dem Wald raus. Am Ende ist das hier wie ein Herr der Ringe und die Bäume leben. Was ist das für ein Zeltplatz, Alter? Da vorne ist ein Spieler. Survivor Sochi. Ich kenne ihn auch nicht. Sochi, da ist einer namens Sochi. Ich kenne sehen einen, der heißt Ias. Mal schauen, ob ich den kennen soll. Sochi. Da hinten ist etwas. Wow. Was ist das? Lol. Der Butch sah eben aus wie ein fettes Teenie-Frack. Toni, wo sind wir? Ja, so ging's mir vorhin. Ja, und deswegen wollte ich hier nicht rein. Dann kannst du bitte mal jetzt perfekten Zombie da töten. Ja, ich... Alter, hier liegt eine M4A1 CCO. Aber ohne Muni. Ja, das wird nix. Jetzt! Danke. Ja, was machen wir jetzt, ne? Ja, ich weiß es, warte. Was wurde auf gesagt? Die Wolken ziehen wohin? In meine Mutter. Von West nach Ost? Warte mal, Toni. Ja, okay. Ich vertraue dem Toni. Ich meine, wir werden schon den Mehrbrand finden. Hey, wo soll ich das jetzt? Verstecke. Ich will jetzt hier bitte raus. Warte, ich rufe Taxi. Hand mal kurz. So, wir können weitergehen. Was hast du gemacht? Ah. Alter, ist hier irgendwer am Airfield? Ich bin mit dem Airfield, ne Leute? Also nur so nebenbei. Der Typ hat eben gefragt, Heidi Klum auf einer Skala von 1 bis 10. Ich habe minus 1 gesagt. Er hat geschrieben, what? Ich habe nur geschrieben, Menge Fox 11. Alles klar. Guck mal, was ich geschrieben habe. Alter, wie du hier nicht gerade unsere... Guck mal, wir haben uns ja gar nicht verlaufen. Oh, eine Straße, wir sind gerade wie schöne Mädchen in Hosen. Was laber ich, Hänsel und Gretel, Alter. Hast du gerade Schneewittchen Russen gesagt? Schneewittchen und Rosenrot, vor allem, dass es schon von Anfang an falsch ist. Sie ist Schneeweißchen und Rosenrot. Alter, ich hör Zombies. Der macht da seine, Übung. Guck mal, was der geschrieben hat. Barack Obama, 2000. Also, den kenne ich auch nicht, wer das geschrieben hat, ne? Nee, bestimmt so ein Spaß. Das ist ein aller Pisser bestimmt. Der muss ja auf die... Leute, könnt ihr mal kurz leise sein? Ich glaube, ich habe einen Spieler. Ja, habe ich. Na, kill me. Nee, ist ein Zombie, warum kommt der hoch? Opa! Alter, mein Herz pumpt. Nur wegen einem Zombie. Ich höre Schritte. Ich sehe jetzt schon irgendwie Klobe Ban wegen Adolf Hitler.